Moin und herzlich willkommen bei Einfach nur Gemischtes. Heute zeige ich euch meine seit 5 Jahren im Einsatz befindlichen Motorola PCR-Funkgeräte. Und hier möchte ich meine Erfahrung mit euch teilen und euch natürlich auch die Bedienung einmal erläutern. Das gleich nach dem Intro. So, bevor wir dann zu den einzelnen Funktionen kommen, hier vielleicht nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Ich habe die Geräte schon seit 5 Jahren im Einsatz. Ich wollte sie einfach nur haben für die Kommunikation, um von A nach B zu funken. Wir sind oft mit einem Wohnmobil unterwegs. Ich fahre oft angeln und wenn meine Frau dann im Wohnmobil sitzt und ich dann am Angeln bin, dann kann man eben halt sich kurz mal austauschen. Dieses Gerät ist mit bis zu 10 Kilometer Reichweite angegeben. Ich glaube nicht, dass man das schafft. Vielleicht, wenn man dann im Weltraum ist oder so, ne? Direkte Sichtverbindung, optimale Bedingungen. Meine Entfernungen waren immer so um die 1 Kilometer, auch an der Elbe. Es war nie eine Sichtverbindung da. Ein Deich war sogar noch davor. Meine Frau war im Wohnmobil. Also das hat dann schon sehr gut geklappt. Und ich habe mir die Geräte gekauft, weil die ein IPX4 Wetterschutz haben. Das ist also spritzwassergeschützt von allen Seiten. Ja, und erst jetzt setze ich mich gerade damit auseinander, was für tolle Funktionen die Geräte eigentlich haben. Ich habe damals vor 5 Jahren wirklich den Kanal eingestellt, dann den Selektivruf dazu auf beiden Geräten eingestellt und dann nie wieder etwas geändert. Ja. Wie gesagt, kurze Funktion. Das Teil hat 16 Kanäle, 121 Unterkanäle, also diese Selektivruf-Dinger da. Man braucht keine Lizenz und hat keine Verbindungskosten. 500 Milliwatt Sendeleistung, 20 Ruftöne, Kanalsuchlauf und Kanalüberwachung, Zweikanalüberwachung. Das finde ich richtig toll. Ja, und den Preis weiß ich nicht mehr, was ich damals bezahlt habe, aber ich habe mal nachgeguckt, die liegen jetzt so um die 94 € im Doppelpack. Ja, super, dann kommen wir jetzt zu kommen wir gleich zu den Funktionen. Im Übrigen soll der Akku 18 Stunden halten. Also er ist sehr sparsam, das weiß ich. Es sind Nickel-MH-Akkus dort drin. 800 mAh, 3,6 Volt. Kann man auch ersetzen, zeige ich gleich. Und ja, dann sage ich erstmal viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, und hier die Nahaufnahmen und die Bedienung der beiden Geräte. Ich wollte noch einmal erwähnen, dass es auch solche Stickers gibt, die man hier am Ende des Gerätes aufkleben kann. So kann man die dann eben halt gut unterscheiden, wer welches Gerät dann bevorzugt. So, kommen wir zu den Einstellungen. Diese Taste hier ist diese sogenannte Menütaste. Damit können wir das Menü einmal durchblättern. Dann haben wir hier oben die Tastatursperre. 3 Sekunden draufdrücken. Und dann sind die Tasten gesperrt. Und nochmal 3 Sekunden drücken, dann sind die Tasten wieder freigegeben. Plus und Minus ist dann dafür da, um zum Beispiel die Kanäle hoch und runter zu schalten, den Selektivruf einzustellen oder Funktionen an- und auszuschalten. Dann haben wir hier diese Note, damit können wir dann einen Anruf tätigen. Wenn man dann dort drauf drückt, dann klingelt das am anderen Gerät. Das Z ist, um den Scanner zu aktivieren. Man drückt dann da einmal drauf und dann scannt er alle 16 Kanäle durch und es scannt auch alles durch, also er achtet auf keinen Selektivruf und würde dann alles durchschalten, wenn irgendwas gefunden wird. Wenn man das Z länger festhält, dann
Kann man die Rauschsperre einmal kurzzeitig ausschalten, um vielleicht mal zu gucken, ob es vielleicht ganz schwache Stationen, ob die zu hören sind. Genau. Dann haben wir natürlich unseren Ein- und Ausschalter, laut und leise. Dann haben wir hier eine eingebaute LED-Taschenlampe. Die können wir den hier mit aktivieren. Die ist nicht besonders hell, aber eine Lampe haben oder nicht haben, ist nice to have. Dann haben wir hier noch eine Schutzkappe. Dort können wir Zubehör anstecken, wie Kopfhörer, Mikrofon. Das habe ich aber nicht. So, dann zu den Bedienelementen. Hier hatte ich schon erwähnt, können wir die Mini-Taschenlampe ein- und ausschalten. Das ist die PTT-Taste, um zu senden. Dann haben wir hier die Pair-Funktionstaste. Also wenn man die Taste dann drückt, dann können sich die anderen Geräte auf den Kanal und den Selektivruf automatisch einstellen. Hier, das ist eigentlich, gehört hier noch eine Kappe rauf. Ich zeige das mal an dem anderen Gerät. Die ist leider schon verloren gegangen. Das ist der sogenannte Notruf, die Notruffunktion. Die Taste muss man 3 Sekunden lang drücken, dann gibt das einen 8 Sekunden langen Alarm und für 22 Sekunden ist dann automatische Freisprechfunktion eingeschaltet und das wird an alle Geräte gesendet. Diese Alarmfunktion ist extrem laut, finde ich. Also ich kann die ja mal einmal vorführen. Hoppla, ich drücke da mal 3 Sekunden drauf. Das waren jetzt 8 Sekunden und die Freisprecheinrichtung ist sofort aktiviert. Das kann man hier auch an den TX sehen und dann kann man 22 Sekunden lang sprechen und hoffen, dass dann vielleicht Hilfe kommt. So, das zu der Notruffunktion. Wir haben dann natürlich noch eine Ladefunktion, Auflade, und das ist dann ein USB. Anschluss und ja, wie gesagt, funktioniert auch hervorragend. Ein Clip für den Gürtel haben wir auch. Den kann man auch abmachen. Ich versuche das einfach mal. Den muss man auch abmachen, wenn man an das Akkufach ran möchte. Es gibt auch Ladeschalen. Dann kann man die in die Ladeschalen stecken. Und die habe ich allerdings auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die mitgeliefert wurden oder nicht. Kann ich mich gar nicht erinnern. Und dieser kleine Schieberegler ist, um den Akkudeckel zu öffnen. Das mache ich einfach mal. So, und dann können wir nämlich. Ach, der war offen. Ach so, ja. So, und hier befindet sich dann der Akkupack drin. Und ich nehme ihn einfach mal raus. So, und das sieht dann so aus. Man könnte da theoretisch auch, ich weiß gar nicht, sind das AA-Batterien oder AAA-Batterien? Das sind AA-Batterien. Genau. Ah, habe ich gerade mal gegengehalten. Könnte man da reinsetzen. Und ich bevorzuge natürlich aus Umweltgründen immer Akkus. Und der Akkupack sieht dann so aus. Der ist schon in Reihe gelötet. Und lässt sich sicherlich auch selbst herstellen und dann ersetzen. Oder man legt diese Akkus eben halt einzeln rein.
natürlich auch aufpassen, dass man die Polarisation beachtet. Ja, alles klar, okay. So, und den Clip wieder einstecken. Ja, die Antenne, die kann man nicht abnehmen. Ist auch nicht erlaubt, soweit ich weiß, bei PMR-Geräten, und bei Freenet weiß ich das nicht. Ja, dann gehen wir einfach mal die Funktion durch. Einmal drücken, aktiviert, egal welche Taste. Wenn das Display sich aus Energiespargründen ausgeschaltet hat, braucht man nur einmal einen Knopf drücken, dann wird das wieder eingeschaltet, und nochmal drücken, dann kommen wir in die Funktion rein. So, hier können wir jetzt die Kanäle hoch und runter wechseln, und nochmal die Menütaste drücken, dann können wir den sogenannten Selektivruf einstellen. Davon gibt es insgesamt 121 Stück. Und nochmal die Menütaste, dann kommen wir zur Lautstärke, und wir können die Vox-Funktion, Vibration einstellen. Vox-Funktion hat drei verschiedene Stufen, Empfindlichkeitsstufen. Und ich finde, die sind sehr grob empfindlich. Also man muss dann trotzdem auf empfindlicher Stufe schon laut sprechen. Ja, kommen wir zur Zweikanalüberwachung. Da drückt man dann eben halt so lange, bis man dann zu dem hinkommt. Das wäre dann hier. Und hier können wir dann auch noch einen Subcode eindrücken und dann die Sprechtaste einmal drücken. Und dann überwacht er jetzt zwei verschiedene Kanäle, einmal die 15 und einmal die 7. So, und das können wir natürlich alles wieder ausschalten. Er hat auch Vibrationsalarm. Wenn man den Ton dann eben halt ausschalten möchte. Er hat einen Roger-Piep, und ja, ich denke, das wären dann alle Funktionen gewesen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ. Und wenn dem so ist, dann lasst doch einfach ein Abo da und vielleicht auch ein Like. Vielen Dank, und vielen Dank fürs Zuschauen.